Herzlich willkommen zu VfL Garching TV, heute mit Bippo. Bippo, ich begrüße dich recht herzlich. Das Jahr 2013 ist zur Neige, wir sind ja schon im Jahr 2014. Wie sieht es aus, wie hast du das Jahr 2013 erlebt, den fast Nicht-Aufstieg, dann ist er doch geglückt und jetzt gerade die Bayernliga, wie war es bisher für dich? Also es war ganz interessant, ich war jetzt beim Aufstieg direkt nicht dabei. Ich bin aus Frankreich wiedergekommen und habe dann zum Ende der Saison die Spiele mitverfolgt. War natürlich wahnsinnig viel Spannung immer in den Spielen und jeder von uns hat sich wahnsinnig gefreut oder hat eine riesen Anspannung, dass das Ding klappen könnte für die Bayernliga, und es war auch eine riesen Motivation. Mich hat es auch absolut begeistert, muss ich sagen, weil Oberliga, also Bayernliga, ist quasi eine Liga, die ich noch nie gespielt habe, und war super interessant und eine riesen Euphorie, als es dann geklappt hat. Die Bayernliga-Saison dann eigentlich, muss man sagen, lief ja super. Wir haben bis zum Ende eigentlich super, super Gas gegeben und haben viel erreicht. War geil, hat Spaß gemacht. Bist du der Meinung, dass man sagen kann, dass der VfL Garching, die Klasse eventuell schon erhält und vielleicht sich neue Ziele setzen muss? Ich glaube, dass wir noch ein, zwei Jahre in der Bayernliga noch Fuß fassen müssen. Also wir spielen es gerade super. Ich bin gespannt, wie es jetzt zur Rückrunde anfängt, ob wir unser Niveau halten können, was die gegnerischen Teams machen, ob die sich vielleicht auch ein bisschen finden. Und ich denke, dass wir uns noch zwei, drei Jahre in der Bayernliga etablieren sollten und immer eine gute Rolle spielen sollten und dann schauen, vielleicht geht es dann auch hoch. Das hört sich schon mal sehr interessant an. Was hast du dir persönlich oder auch die Mannschaft für diese Saison vorgenommen? Das heißt, jetzt momentan sind wir ja oben dabei. Wollt ihr oben bleiben? Wollt ihr vielleicht noch weiter oben angreifen? Auch wenn wir jetzt, sag ich mal, nicht, auch wenn wir spielerisch aufsteigen können, aber finanziell gesagt haben, wir machen diesen Schritt noch nicht. Also ich würde gerne den zweiten Platz erringen. Also gerade Pullach steht da jetzt noch vor uns. Und Pullach hat jetzt auch eine eigene Historie mit Garching, und es wäre einfach toll, wenn wir uns vor denen etablieren könnten. Von hinten sind die Teams uns auch im Nacken, und also ich will weiterhin gewinnen und ich möchte hinter Eichach einen guten zweiten Platz erringen, ja. Das hört sich sehr interessant an. Möchtest du vielleicht noch den Fans hier im Umfeld Garching was sagen und vielleicht auch den Fans oben in Niedersachsen? Okay, den Fans aus Niedersachsen erstmal. Ich weiß nicht, ob ich euch dazu bringen kann, auch mal vorbeizuschnuppern. Wäre natürlich cool, und ich würde wahrscheinlich mich auch irgendwie am Eintritt beteiligen. Zu den Fans aus dem Umland, also wir brauchen eure Unterstützung natürlich, und es wäre cool, wenn unsere Heimspiele noch besser besucht werden in Zukunft. Macht immer mehr Spaß, von einem tollen Publikum zu spielen, und die Anlage ist eigentlich auch ganz schick. Und also wir werden uns bemühen, an den Heimspielen alles zu geben und den Leuten auch zu zeigen, warum wir da oben stehen und dass wir da auch weiterhin stehen wollen. Da du gerade die Anlage ins Spiel bringst, wie ist es jetzt? Ich meine, ihr habt bestimmt das ein oder andere Trainingseinheit schon auf dem Kunstrasen vollbracht. Wie lässt sich spielen? Wie ist er? Ah, der Kunstrasen ist super. Also das macht richtig Spaß. Da ist, der ist direkt vor der Kabine. Man geht raus auf den Trainingsplatz. Die Anlage ist top. Lichtverhältnisse sind super. Es macht Spaß. Man kann bei Wind und Wetter dort super trainieren und kommt uns, denke ich, auch entgegen, das Spielerische gerade, dass wir uns mit Hoppelrasen nicht auseinanderschlagen müssen quasi. Und der ist toll, der macht Spaß. Wunderbar, dann bedanke ich mich recht herzlich. Ich hoffe natürlich eine verletzungsfreie Saison noch und dass wir noch vieles von euch erleben können. Dankeschön. Danke auch.